Warum es so wichtig ist, dass du an deiner Vision, an deinem Traum, an deinen Zielen festhältst und deinen Geist ganz klar auf das ausrichtest, das erfährst du in dem heutigen Video von Beam Up Your Business. Mein Name ist Conny Liff, ich bin Unternehmerin und Songwriterin und ich begleite Sänger, mit ihrer Stimme blockadefrei zu werden, um ihre geniale Message in die Welt zu bringen. Und mit mir ist heute wieder mein lieber Freund und Business Life Coach an meiner Seite. Ich habe beim letzten Video gemerkt, ich habe das falsch gemacht. Ich muss eigentlich so machen, dann zeigt das nämlich auf dich. Martin Zimmermann. Ja, danke schön, Conny, dass ich wieder mit dabei sein darf. Danke, dass wir das zusammen machen. Du hast eigentlich schon alles zu mir gesagt. Mein Namen, was ich bin, und ich füge nur noch hinzu, dass ich gerne Menschen begleite, die ambitioniert sind, die ihr Unternehmen, die als Coach, als Berater, als hilfsbereite Person aufbauen wollen und damit ihr Leben selbstbestimmt und frei leben möchten. Ja, wunderbar. Also, der Martin ist in mein Leben gekommen als absolute Bereicherung. Ich freue mich so, mit dir dieses Projekt zu machen. Und wer noch nicht unsere Videos gesehen hat, wir bringen jede Woche ein Video raus zu einem Songtitel und wir wählen die im Wechsel aus. Heute ist meiner dran und dann immer mal wieder Martin und ich und so, weil wir beide Musik lieben. Ich bin Musikerin, vom Herzen her bist du das auch, sage ich jetzt mal, ne? Und Hold On To The Vision. Ja, ich fange mal so an, warum eigentlich dieser Song, der kam jetzt die letzten Jahre wieder zu mir, den hatte ich schon wieder vergessen gehabt. Und zwar, als ich Kind war, habe ich sehr Karatefilme geliebt, auch Rocky. Ich oute mich, ich bin absoluter Rocky-Fan. Und anscheinend ist also ein Teil in mir immer wieder aktiviert worden, dieses Nicht-Aufgeben. Und ich mache auch heute Kampfsport und bin total dankbar, dass es zurück in mein Leben gekommen ist. Und dieser Song ist aus einem Film, könnt ihr gerne mal googeln oder anschauen, aus den 80er Jahren. Und zwar heißt es Karate Tiger, also nicht Karate Kid, sondern Karate Tiger. Und da kommt dieser Rocktitel. Und in diesem Song, also einmal motiviert er mich einfach. Immer wenn ich merke, ich bin so down, merke ich, dieser Song hilft mir wirklich, meine Vision wieder im Blick zu haben. Und das wäre auch meine erste Frage an dich als Zuschauer. Ich gebe auch damit auch schon mal ab an Martin. Was ist denn deine große Vision hier? Was willst du hier auf die Straße bringen? Was ist dein Seelenbusiness? Bitte kommentiert auch gern unter diesem Video. Ja, wir freuen uns über eure Vision zu hören, zu lesen, zu erfahren. Und ich gebe mal mit der Frage, schau mal rüber an dich. Was ist denn deine Vision? Also ich gehe jetzt mal etwas philosophisch an die Frage ran, und weil letztlich ja Vision alles ist. Vision kommt ja, ich weiß nicht aus welcher Sprache, ich denke mal lateinisch, ich sage jetzt einfach mal so, aber es bedeutet nichts anderes als sehen. Und was wir sehen oder was wir auch innerlich sehen, wird ja irgendwann mal zu unserer Realität. Also da ist ja die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass wir das anziehen, was wir immer wieder sehen, was uns immer wieder vor unseren physischen Augen, vor unseren inneren Augen, was uns da begegnet, was wir uns da vorstellen, wird zur Realität und trägt dazu bei, dass wir unser Leben dadurch gestalten. Und ich habe da lange gebraucht dafür, um zu verstehen, was für eine Kraft diese Vorstellung hat, diese Imagination, kann man auch dazu sagen. Und bin dann auch wieder zurückgekommen in meine Kindheit, was so meine zukünftige Entwicklung auch betrifft, weil darum geht's ja eigentlich, dass wir wissen, wo wir hinwollen. Und indem wir wissen, wo wir hinwollen und ob das irgendwie in Zusammenhang auch steht mit dem, wo wir herkommen, dann finde ich, dann ist es so der stimmige Weg, dann ist es das, wo sich richtig anfühlt. Wie gesagt, es fing eigentlich schon in meiner Kindheit an, da habe ich schon immer davon geträumt und habe es eigentlich kaum kommuniziert, außer an meine Mutter, dass ich die Welt irgendwie verbessern will. Ich habe ja gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. So alles, was ich in den Nachrichten höre, ist negativ.
wie die Leute so drauf sind, ist eigentlich gar nicht so, wie ich Menschen mir so vorgestellt habe. Ich habe mich mit dieser Erwachsenenwelt schon recht früh nicht identifizieren können. Und da habe ich mir gesagt, so, ich möchte irgendwie die Welt verbessern. Und dieser Wunsch, diese Hintergrundgedanken, selbstständig zu werden und das, was wir auch beide in Angriff genommen haben, seit unterschiedlichen Zeiten, würde ich jetzt mal sagen, oder Perioden, du bist schon länger aktiv als ich, hat sich das dann irgendwie so ergeben, dass ich gemerkt habe, so, das passt irgendwie zusammen, die Welt verbessern und selbstständig werden. Und letztlich geht es ja darum, wenn ich selbstständig bin, Unternehmer bin, dann bringe ich eine Problemlösung auf den Markt, die den Menschen weiterhilft. Und das ist halt nicht möglich gewesen als Angestellter. Deswegen habe ich mich auch nie wirklich bei mir gefühlt, nicht glücklich gefühlt. Und seitdem ich gemerkt habe, was auch für eine Kraft hinter diesen Visionen steht und warum es so wichtig ist, auch Ziele zu haben, habe ich mir gedacht, gut, dann nehme ich mir einfach mal vor, jetzt maximal vielen Menschen zu helfen, wieder in Freiheit zu leben. Weil ich gemerkt habe, Freiheit ist so der zentrale Punkt, wo ich mir sage, wenn ich mich frei fühle, dann fühle ich mich glücklich, dann zieht das auch alles an und ist auch so ein höheres Ziel, was nicht geldabhängig ist, was ich von vielen reichen Menschen auch erfahren habe, die ich über längere Zeit studiert habe, aus allen möglichen Richtungen, dass Freiheit für alle eigentlich so die gemeinsame Ausrichtung war. Und das ist so mein größeres Ziel, dass ich persönlich für mich, dass ich in Freiheit lebe und dass ich dieses Freiheitsgefühl und auch die Art und Weise, wie ich frei werde, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen, denke ich, wie wir das schaffen, dann auch an andere Menschen weiterzugeben durch unsere Hilfestellung. Auf jeden Fall, danke Martin. Also wenn du das jetzt gehört hast, kannst auch immer mal wieder Pause machen bei dem Video und mal reinspüren, okay, was erfüllt mich denn, weil du hast von Erfüllung auch gesprochen, und was macht mir Freude im Leben? Und ich gehe mal weiter, was der Song, der fängt ja richtig geil an, ja. Nobody told you that you face the truth alone. You've got the power to begin. Ja, Gänsehaut, ja. Lasst das mal auf euch wirken, ja. Niemand sagt dir, dass du dieser Wahrheit alleine ins Gesicht sehen musst, ja. Und du hast diese Kraft, um zu beginnen. Um diese Vision, die sich vielleicht, diesen Traum, den du hast, dass du losgehst. Und ich möchte mal ein bisschen von meiner Geschichte erzählen. Natürlich bin ich erstmal allein losgegangen. Und ich war so dieser Kämpfer, so wie bei Rocky oder Karate Tiger. Ja, und ich habe aber auch gemerkt, das ist sehr, sehr zermürbend, ja, immer alles allein zu machen. Deswegen bin ich aus der Selbstständigkeit raus, dieses Selbst und Ständig, und habe gesagt, okay, ich mache ein Unternehmen. Ich tue was Unternehmen. Und da gibt es nochmal einen großen Unterschied für mich. Vielleicht interessiert dich das, was mein Unterschied für mich ist. Habe ich nicht von mir, ist nicht von mir erstanden, sondern kommt von dem Advisor überhaupt, von Robert Kiyosaki, ja, gerne mal mein erster Tipp hier reinhauen, lies unbedingt Rich Dad, Poor Dad, wirst du sehr viel diesen Unterschied lernen, was Selbstständigkeit ist und was eigentlich ein Unternehmen ist. Aber bei einem Unternehmen gehst du aus diesem Selbst und ständig raus, du machst zum Beispiel so geile Kooperationen wie mit Martin, machst viel mehr Joint Ventures und vor allem automatisierst du dein Unternehmen. Ja, was gerade bei mir passiert, zum Beispiel vielleicht, dass du Online-Kurse aufsetzt oder dass du deinen Content mal automatisierst und das alles einfach vorbereitest oder, bis hin, dass du später dein Team aufbaust. Ja, ich habe gestern jemanden angefragt und gesagt, hey, willst du in meinem Technikteam dabei sein? Weil jetzt merke ich, dass ich mit der technischen Plattform alleine überfordert bin. Das heißt, ich baue jetzt mein Team auf. Und das ist für mich der Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmen. Diese zwei Dinge, dass es ein automatisiertes System gibt, was dir auch mehr Zeit und Freiheit in der Zeit gibt. Also als ich Selbstständigkeit gelebt habe, da war ich sehr, sehr viel alleine, musste dieser Wahrheit alleine ins Auge bringen, habe gemerkt, ich habe zwar diese Kraft, doch meine Erfahrung ist, mit mehreren geht es viel leichter, vielleicht auch Herausforderungen zu meistern. Ja, und dann habe ich nicht mehr gekämpft gegen was, sondern jetzt kämpfe ich für meine Vision. Ja, für
das Ding, das ist das, warum ich aufstehe, ja? Dass ich dieses Feuer in mir am Brennen halte. Und darüber singt er auch im Refrain. Also, dass du dieses Feuer, was du hast, in dir einfach am Brennen hältst. Was hält dich denn am Brennen, Martin? Ich gebe mal rüber zu dir, was du natürlich aus dem Song auch noch rausgenommen hast. Also es passt perfekt, weil das ist genau das, der Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist mit dem Feuer. Und das auch als hauptverantwortliche Erkenntnis dass ich wieder zum Leben fast wieder erweckt wurde, aus meinem Tiefs heraus. Ich war eine Zeit lang wirklich weit unten aufgrund meiner damaligen Tätigkeit im Finanzbereich als Angestellter. Gleichzeitig noch mit der Trennung, mit der Scheidung mit meiner Frau, also meiner Ex-Frau, da kam alles zusammen. Und weil ich auch diese Kämpfernatur ein bisschen in mir habe und mir gesagt habe, ich gebe nicht auf, ich weiß, dass es besser werden kann, das ist jetzt nur vorübergehend, da erwartet noch was anderes auf mich. Ich bin noch nicht ganz am Ende angekommen von meiner Wirkungszeit hier in dieser aktuellen Inkarnation. Habe ich über Bob Proctor und ein Programm, das ich gemacht habe, das mir zugetragen wurde, habe ich festgestellt, dass es eben darum geht, nicht bei den Zielen, und wir tun dann immer Ziele irgendwie dann so, ja, in die falsche Schublade oder in diese unternehmerische Schublade auch einfach nur abstempeln mit so einem negativen Stempel drauf und sagen, na, das ist jetzt nur, um da finanziell irgendwie zu wachsen und möglichst viel Profit zu machen. Sondern nein, es geht einfach darum, Ziele zu stecken, und ich weiß nicht, ob es Unternehmen bewusst machen oder nicht, aber indem sie eigentlich dieses Wachstum dadurch auch erst ermöglichen durch Ziele, die meistens höher sind als die Vorjahresziele, wenn wir jetzt von Jahreszielen sprechen, dann geht es darum, eben dieses natürliche Wachstum, was wir ja alle in uns tragen, was unsere Zellen ja auch, wie die programmiert sind über unsere DNA, dass sie ständig eigentlich wachsen. Nämlich wenn wir uns dagegen wehren würden, gegen dieses Wachstum, dann gehen wir gegen unsere Natur vor. Und das führt dann auch zu mangelnden Lebensfreude, mangelnder Lebensenergie. Und daher geht es halt festzustellen, was wir jetzt schon vorhin gesagt haben, dass wir wieder finden, was du auch gesagt hast mit dem Unternehmen, was ich gemeint habe mit den Visionen, dass wir unsere Energie raustragen an die Menschen, unser Feuer verbreiten, dass wir wirklich finden, für was wir eigentlich da sind, und dass wir unseren Weg gehen, unser Ding machen, wie auch immer es mal bezeichnet wird. Letztlich geht es auf dasselbe heraus. Daher habe ich das eben für mich festgehalten in diesem Lied, dass erstens, es geht darum, dieses Feuer wieder zu entfachen, und es geht für mich über diese Visionen, über diese Traumziele, die ich mir stecke, und ich mir sage einfach, meine Grundeinstellung ist, alles ist möglich. Und das frage ich dich auch, glaubst du, dass es alles möglich ist? Und ich glaub, da deswegen sind wir auch zusammengekommen, Conny, weil wir beide diese Mentalität haben, dieses Motto Leben eigentlich, dass wir immer sagen, es geht, wir sind glücklich mit dem, was wir sind, aber es geht immer besser, und wir können alles aus dem Leben haben, was wir eigentlich haben wollen und was zu uns gehört. Und zum anderen, dass ich mir auch sage, durch diese Siegermentalität, die wir haben dürfen, die wir auch im Leben dürfen, wenn es um Visionen geht, wenn es um Ziele geht, dass wir auch jedes Mal, wenn wir hinfallen, dass wir dann wieder zurückkommen. Und das war das eine, das ist so diese Comeback-Mentalität. Du hast Karate Tiger angesprochen, für mich war immer Karate Kid so die Inspiration. Und der kommt ja auch mal in einem, ich weiß nicht, in welchem Teil es ist, aber er ist auch schon am Boden zerstört und wird als besiegt erklärt, und dann rafft er sich auf, nimmt nochmal alle seine Kräfte zusammen und besiegt dann am Ende diesen übermächtigen Gegner, den alle schon als Sieger gesehen haben, schon im Voraus. Und genau das ist auch meine Mentalität, und ich glaube, die tut jedem von uns gut, wenn wir uns sagen, egal was passiert, wir stehen immer wieder auf, egal wie mächtig unser Gegner erscheint. Meistens ist der mächtigste Gegner in uns selbst drin, weil wir gegen unsere Ängste, gegen unsere Glaubenssätze, gegen unsere Konditionierung ja immer mal wieder kämpfen dürfen, unter Anführungsstrichen, oder beziehungsweise konfrontiert sind. Und daher ist die Frage eben, bist du bereit dafür, alles zu geben, für alles, was möglich ist? Das ist so für mich so die Frage, wenn es darum geht, so dieses Feuer zu entfachen, ist, hast du dieses Feuer für das, was du tust? Ist das wirklich, und wenn du dieses Feuer nicht spürst, dann ist das wirklich deins, dann würde ich mir auch wieder Gedanken machen, so,
Weil es gibt ja auch Ziele ist ja nicht nur, man setzt sich ja nicht nur einmal die Ziel, ein sein Ziel. Und so kannst du es ja vielleicht, kannst du es auch bestätigen, Conny. Das Ziel kann sich ja ändern, darf sich ja ändern auch. Man muss nicht sich ja festfahren auf ein bestimmtes und hart arbeiten, wie du gesagt hast, und ständig darauf hinarbeiten und es geht nicht voran, sondern auch immer mal wieder sich hinterfragen, ist es überhaupt das richtige Ziel vielleicht? Und das geht für mich am einfachsten als kleinen Tipp, den ich jetzt rausgebe, ist, indem ich mir so eine Art Einkaufsliste erstelle, immer mal wieder, wo ich mir so 50 bis 100 Sachen aufschreibe, die ich gerne haben möchte. Und dann schaue ich nach und indem ich mir nochmal weitere Fragen stelle und in die Tiefe gehe und in mich reinfühle, gehört es wirklich zu mir oder nicht? Und das ist so den Tipp, den ich rausgebe, der, glaube ich, enorm wertvoll ist, dass es darum geht, immer mal wieder auch zu spüren, ist dieses Ziel noch meins oder nicht? Und wenn es nicht mehr zu mir gehört oder wenn ich dieses Feuer, wie gesagt, nicht mehr spüre, dann darf man es auch gerne anpassen. Super, sehr, sehr wertvoll noch, danke. Ich möchte zwei Sachen am Schluss nochmal zusammenfassen, was wir hier rausgekommen sind, was du auch gesagt hast, jetzt Martin. Und zwar, was ist eigentlich eine Vision? Da kriegt ihr so eine liebevolle kleine Übung von uns mit. Eine Vision ist was, was viel, viel größer ist als du selber. Ja? Also das hat mir gezeigt, wow, was ist eine Vision? Eine Vision ist, ein Vermächtnis, was du vielleicht hier schaffen möchtest. Ja, wenn du das zuhörst und merkst, oh ja, genau, das ist es. Ich will hier was auch hinterlassen. Eine Vision, ein Vermächtnis geht weit über deinen eigenen Tod hinaus. Ja, das heißt, es wird noch bestehen, wenn du gar nicht mehr da bist. Vielleicht wird es von deinen Kindern fortgeführt, vielleicht von anderen Personen, die einfach committed sind, dann mit deinem Traum, mit deiner Vision. Und ich möchte an der Stelle das einfach mal echt nutzen, einfach meine Vision mit euch zu teilen, weil ich möchte euch ermutigen, wenn ihr das hört, dass ihr eure Vision unter unser Video einfach kommentiert und sagt, meine Vision ist das und das. Weil in dem Moment, wo ihr es mal raushaut, auch nur reinschreibt, hat es eine Wirkung. Ihr gebt sozusagen was ab ans Universum, sagt, da will ich hin. Und meine Vision ist Heilung durch Musik für diesen Planeten. Wer das Video hört und sieht, ich rufe jeden Musiker auf, jeden Sänger, jeden Profisänger, jeden Songwriter, der lebensbejahende Musik machen möchte, der bewusstseinsverändernde Musik machen möchte. Jeden von euch da draußen brauche ich. Ja? Ich will über 1 Million Leute in meiner Community haben. Erstmal. Ja, für die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Und das darf wachsen. Ich will, dass alle sich vernetzen für die Heilung durch Musik zu diesem Planeten. Dass ihr nichts mehr zurückhaltet. Dass ihr euch traut, endlich mal sichtbar zu werden. Dass ihr euch traut, eure Texte nach draußen zu geben. Dass ihr darüber singt, was vielleicht draußen gerade passiert. Oder andere Sachen. Egal. Ihr werdet es wissen, was euer Thema ist. Ja, und ich bin dazu da, euch zu begleiten. Aber jetzt ist die Zeit, will ich sagen. Ja, weil darüber singt ihr. Ja. Du hast die Kraft in dir. Ja? Du hast alles in dir drin. Auf was wartest du? Spring, los, fang an. Ja? Mach. Ja? Und der zweite Teil ist, wo Martin und ich dir natürlich helfen können. Also kommentier deine Vision und schreib das mal drunter. Egal, ob es jetzt mit Musik zu tun hat, mit deinem Unternehmen, wichtig, schreib mal die Vision auf und teile sie vielleicht mit jemandem, mit uns, mit anderen Menschen. Und wie ich das sehe mit den Zielen ist, ich sehe das immer in so einem Dreischnitt. Ich versuche das euch mal klarzumachen. Hier ist meine Riesenvision. Ja? Und wie ich jetzt die letzten Jahre vorgehe, ist, dass ich sozusagen hier stehe ich jetzt. Ja? Und ich mache gerne eine ganz bestimmte Strategieplanung für 6 Monate. Ja? Und diese Planung findet ein bisschen anders statt. Der Martin hat da auch sein Konzept. Wenn ihr sowas haben wollt, er wird gleich noch was dazu sagen. Wir geben euch dazu was raus. Wer das mal anders haben will, als ja die Ziele mit deiner Seele zu finden, ja, weil der beste Weg für mich, meine Ziele zu erreichen, ist, ihn mit der Seele zu gehen. Und aufgrund dieser Strategieplanung gehe ich nämlich rückwärts bis zu dem heutigen Punkt, wo ich hier bin. Ich gehe nicht vorwärts, sondern ich gehe rückwärts bei der Planung. Das ist ein ganz spezieller Prozess. Und dann drehe ich es wieder um und gehe wieder vorwärts. Das heißt, ich fokussiere mich aber dann nur auf den nächsten Step
Und da ich dann jeden Tag mache ich für diesen nächsten Step, mache ich jeden Tag 3 bis 5 Sachen, die sich gut anfühlen, die sich leicht anfühlen, und dadurch bewege ich mich nach vorne, bis ich dieses Halbjahresziel erreicht habe, was zum Beispiel die Auskopplung meiner Single war, oder. Und es ist immer ein anderes Ziel. Wichtig ist, viele Unternehmer oder Selbstständige kommen nicht weiter, weil sie nicht mit diesen Zwischenzielen arbeiten. Du könntest auch sagen, das ist mein Ziel C, dann brauche ich B und am Anfang habe ich A. Ja, ist egal, wie du es nennst. Wichtig ist, du brauchst diese Etappenziele. Ja, weil so kannst du, merkst du, dass du weiterkommst, kannst zurückschauen und sagst, wow, da habe ich angefangen, wow, jetzt bin ich hier. Ja, dann lernst du auch mal die Erfolge zu feiern und du merkst, cool, ich komme näher an das ran. Ich bin jetzt schon viel näher hier. Ja? Und vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, Martin, auch mit deinen Kunden und mit dir selber. Da gebe ich zum Schluss gern mal die letzten 2 Minuten an dich zurück. Aber wer das von euch möchte, ich schicke unten drunter auch mal den Link für mein Erstgespräch rein. Könnt ihr gerne buchen bei mir oder bei Martin. Wir freuen uns. Ich bin für die Sänger da, der Martin für alle Unternehmer, die echt eine Riesenvision haben. Ja? Ich bin für den Rest da. Genau, du nimmst einfach alle anderen. Genau. Ja, danke Conny fürs Teilen von deiner Vision und von deiner Strategie. Ich sehe es ganz, ganz ähnlich. Ich habe da lange auch selbst daran hart zu kauen gehabt. Das war ein starker Tobak, wenn man davon ausgeht, dass man nur ein Ziel braucht und dann nur noch in der Manifestation tätig ist. Das war so mein Aberglaube, dass ich dann dadurch alles bekomme, was ich brauche. Aber letztlich geht es ja dann darum, dann auch ins Tun zu kommen. Weil ohne Tun, ohne dass man in Aktion kommt, ohne dass man auch Mehrwert herausgibt, und darum geht es ja als Unternehmer, dass wir Mehrwert schaffen und dafür dann auch entsprechend kompensiert werden durch Geldenergie, durch Kooperationen, so wie wir jetzt. Wenn ich nicht ins Tun gekommen wäre, hätten wir uns nicht kennengelernt, zum Beispiel. Und daher finde ich das enorm wichtig und fundamental, dass man dann seine Ziele eben klein setzt. Und ob man es jetzt nach dieser SMART-Methode vornimmt, die ja jeder kennt, oder andersrum. Aber jedenfalls geht es darum, und du hast es auch schon angesprochen, mit zum Thema Selbstvertrauen entwickeln. Für mich ist das so eine der Hauptmethoden überhaupt, um Selbstvertrauen zu schaffen, indem ich mir kleine Ziele stecke, die erreiche und den Erfolg feiere. Und ja, ich kann nicht mehr viel dazu sagen, wie du es gesagt hast. Es geht darum, Leichtigkeit zu spüren, in Freude zu sein, wie ich es gelernt habe, diesen Prozess zu genießen oder diesen Prozess zu leben, den man da aufsetzt, um an seine Ziele zu kommen, ob es jetzt A, B oder C sitzt. Es geht darum, den Tag zu leben, Freude zu haben an dem, was man macht. Und dafür bist du da, Conny, dafür bin ich da. Und wer das Ganze zusammengefasst haben will, oder für meinen Ansatz, wie man zuerst mal seine großen Ziele schafft, der kann mich gerne anschreiben über Instagram. Der Link ist in der Beschreibung. Ansonsten geht es darum, einfach mal zu tun auch, und zu tun, aber mit diesen Zielen im Hinterkopf. Und deswegen sind die C-Ziele, diese großen Ziele, diese Traumziele, diese Vision so wichtig, dass wenn es mal nicht so gut läuft, dann erinnere ich mich wieder dran, warum ich eigentlich das tue, was ich tue, warum ich mich dazu bereit erklärt habe, alles zu geben. Und dann kriege ich wieder diesen Energieboost, der mich dann rausholt aus den Tiefs, die im Leben einfach mal kommen, die unvorhersehbar sind, aber wichtig sind, um zu lernen, um Dinge zu erfahren. Aber im Hintergrund steht diese Vision, und die lässt man nicht nach. Und das finde ich einfach wunderbar, mit dir zusammenzuarbeiten, Conny, weil da so viele Überschneidungen sind, so viele Synchronizitäten, auch zum Thema Musik. Ich bin ja auch sehr musikalisch veranlagt und möchte gern mehr Musik machen. Und ich hatte auch diese Idee, dass Musik für mich wirklich wichtig ist, weil es so diese globale Sprache ist, diese internationale Sprache ist, die uns miteinander verbindet, als einzige vielleicht auf der Welt, und die jeder versteht. Und daher kann man die auch nutzen, um seine Botschaften rauszutragen. Und da möchte ich auch irgendwann mal hin. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber es ist auf jeden Fall genau über dich. Das ist der falsche Weg. Wenn du da hinfährst, dann wirst du da hinkommen. So ist es. Genau. Das war's von meiner Seite. Dankeschön.
Ach, vielen Dank, Martin. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Klickt bitte auf unsere Kanäle und abonniert Martin und meinen Kanal. Und dann werdet ihr informiert nächste Woche, wenn das nächste Video rauskommt von Beam Up Your Business, der Live-Talk, der dein Leben und dein Unternehmen verändert. Ciao.